Einen schönen guten Morgen. Noch aus der anderen Unterkunft in Hiroshima. Wir machen uns gleich auf den Weg zum nächsten Ort, Fukuoka. Gestern wurde es noch ein bisschen später, wir sind noch mal raus. Wie hieß der Ort? Hidori oder so? Wo wir waren? Ja, wo wir ausgestiegen sind, da diese Einkaufspassage. Also die Passage hieß Hondori. Ah, Hondori, okay. Aber wir sind da noch ein bisschen weitergelaufen zu so einer Hauptstraße und daneben waren dann halt noch so ein paar Clubs und Bars, aber war halt nicht so viel los. Obwohl da schon viele Menschen waren, aber irgendwie sind die nicht in die Bars gegangen. Haben halt ein bisschen was getrunken und sind dann wieder zurück. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von meiner Reise. Wir sind jetzt in Fukuoka angekommen. Richtig. Ich bin gut gelaunt. Weiß nicht wieso, ich Nicht. bin fit. Scheiße. Bin relativ fit. Also die Fahrt hierhin war cool. Ich habe ja ein bisschen im Starbucks abgegammelt. Und Nico hat versucht nochmal ein bisschen was zu kriegen in Hondori. Aber Erfolgreich, natürlich. erfolgreich natürlich. Nicht. Aber zumindest mit visuellen Eindrücken. Wenigen. Okay, wir sind jetzt in der nächsten Unterkunft. Das gibt jetzt natürlich wieder einen kleinen Walkaround. Fängt an mit Eingangstür. Die hat hier so ein richtig cooles Elektroschloss mit so einem passwortgeschützten PIN-Feld außen und die geht halt nur auf, wenn man die PIN halt richtig eingibt. Wir haben hier ein Badezimmer, das ist halt auch wieder schön eng. Ich habe den richtigen Knopf gedrückt, ich bin beeindruckt. Ich habe es nicht ausprobiert, ohne Scheiß. Ja, Danke fürs Unterstützen. Ich bin mal gespannt, also ich hatte die letzten Tage dieses Schwindelding nicht mehr, aber ich hatte auch größere Badezimmer, also ich bin mal das gespannt wird heute wieder ein Abend. Schwindelding, der Boden ist War schon. weich. Ja, es wirkt sofort. Oh, das ist ganz schön gelb. Ja, also kennt ihr ja, eng, klein, aber alles, was man braucht. Natürlich, oh, ich habe übrigens gesehen, wir haben hier eingepackte Snuffies. Slippers. So, direkt hier nebenan ist Badezimmer, nee, Klo. Klo. Das hat Nico auch schon ausprobiert, das ist wohl so ein mega Hightech-Ding. Ich bin mal, Wahnsinn. oh, das ist sogar mit Uhr und so. Und Desinfektion und keine Ahnung. Oha. Ich hab's schon. Jetzt hab ich's verkackt. Toll. Ja. Ich habe euch, glaube ich, noch gar keine Toilette gezeigt bisher. Die sind alle so. Ich habe ja gedacht, das wäre cool, mal eine zu sehen. Aber selbst in der gammeligsten Bude, in der wir waren, gab es halt so ein Hightech-Klo. Richtig geil. Standard. Ist Standard hier, ja. Wir waren ja auch schon in Elektroläden, der Nico hat auch so eine Broschüre mitgenommen. Über Kloaufsätze Genau. zum Hinsetzen und Absprühen und Beheizen und da. Die fangen hier so mit rund 230, 250 Euro an ungefähr, die günstigsten. Und die sind eigentlich schon geil und geht natürlich Preis nach oben. So, wir haben eine kleine Küche. Das war's schon. Genau. Wir kochen ja nicht. Nicht? Schade. Ja, wenn du willst, kannst du machen. Hier ist ein kleiner Gaskocher. Können halt nicht großartig was kaufen oder maximal für 2 Tage, ne? Ja, stimmt. Das ist der Nachteil. Da müssen wir halt echt länger hier sein irgendwie. Und dann Dann rechnet sich das, ja. ja, wir haben hier richtig gutes WLAN. Wir haben aber den Router noch nicht, den Router, den Router noch nicht gefunden. Wir haben die Vermutung, Auf dass Deutsch es ist das Router! dass das kleine Ding hier unten das vielleicht sein könnte. Vielleicht. Das, Moment. Heller, please. Reiskocher haben wir nicht, oder? Und zu guter Und Letzt Mikrowelle. haben wir dann, ja, Mikrowelle. Zu guter Letzt haben wir noch unseren Schlafgemachbereich Und hier Wasserkocher. mit Futons. Das letzte Mal, wo wir 2 Nächte jetzt auf Futons verbringen. Fernsehgerät ist riesig. Diskussion in den Kommentaren. Kommen wir da hin. Da. Hier sollte es kommen. Ja. Den kleinen da ditchen und so ein, ich weiß nicht, circa 130 Zoll OLED 8K Fernseher dahin, würde doch die Bude ein bisschen aufwerten, oder? So, sonst alles gut eigentlich, ne? Bis auf der Fernseher. Wäre ich auf jeden Fall auch dafür, dass wir das machen. Bemerkungen in die Kommentare. Habe ich so beschlossen. Und was auch hier nicht fehlt, zum Glück, eine Washing Machine. Mit Spinne. Ja, die ich Wollte ich nicht schon sagen. sehe, aber es ist auch Conditioner da, also Waschmittel. Das hat zum Beispiel in der letzten Bude gefehlt. Da habe ich mir nicht getraut, die zu benutzen, weil da war auch schon Wasser drin. Das war irgendwie komisch. Also die japanischen Waschmaschinen, Fun Fact, die sind
Also sie sehen kompliziert aus, weil die haben voll viel Knöpfe, aber die sind eigentlich voll einfach, weil die machen angeblich alles automatisch. Das heißt, man macht die eigentlich nur an, drückt den Startknopf und dann legt das Ding los. Ich habe mich aber echt gewundert, warum die immer so schnell fertig ist. Die braucht nur eine halbe Stunde ungefähr, meine ich. War das letzte Mal? Oder was mehr? Jedenfalls waschen die hier kalt. Die heizen das Wasser nicht auf. Das heißt, die lassen da nur Wasser rein, schleudern eine Runde und das war's. Die haben halt natürlich auch so Schonwaschgänge und so einen Scheiß, aber es wird tatsächlich kalt gemacht. Ich habe mich da mal informiert, woran das liegt. Es ist halt so, dass die Japaner tatsächlich der Meinung sind, dass das halt energieeffizienter ist, wenn man es kalt wäscht und es ausreichend wäre. Aber eigentlich haben wir das ja so gelernt, dass gerade das antibakterielle und das richtige Reinigen erst bei höheren Temperaturen überhaupt funktioniert. Hier brauchst du wahrscheinlich entsprechende Mittel, Waschmittel, die entkeimen oder so. Ja, möglich. Wenn die das machen, keine Ahnung. Und dann hat man ja das Wasser an sich, was ja auch noch irgendwie chloriert ist und allen Scheiß. Weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall interessante Sache, Information. Spart auf jeden Fall Energie. Ja, nur der Witz ist ja, im Gegensatz zu den, das spart zwar Energie, aber dafür haben sie dann Klodeckel, die rund um die Uhr heizen und laufen. Und Wasserkocher meistens und, ja, auch. Ja, und Reiskocher und keine Ahnung, alles. Ja, genau, okay, die Wasserkocher, stimmt. Reiskocher sind nicht das Problem, aber Wasserkocher und die Toilettenheizung. Genau, weil wir haben ja, ich habe ja, glaube ich, gezeigt, diesen Spender, der hält die Temperatur ja auch konstant auf 90, 95 Grad. Das ist, naja, kann man jetzt drüber diskutieren, aber ich finde es auf jeden Fall faszinierend. Dass das normal ist. Genau. Und wir haben hier auch wieder eine Lampe, ein älteres Modell, halt auch wieder mit den drei Einstellmöglichkeiten, Vollgas. Blub. Ein bisschen dunkler, Nachtlicht und aus. Dunkler? Ja, wenn du reinguckst, siehst du das. Ja? Siehst du? Ein bisschen. Wow. Das ist so von 100% auf 80% oder so, ich weiß es nicht. Nur noch ein bisschen Deko 95. Hier auf jeden Fall. Und ja, weg damit. Das war's jetzt. Fetter Fernseher. Ja, fetter Fernseher. Genau, das ist unsere Bude. Hier ist die Mikrowelle. Und zwei Regenschirme. Ja, Regenschirme waren bis jetzt auch immer da. Und vor allem auch diese coolen Transparenten, die ich ja auch schon erwähnt hatte. Ich glaube sogar in der ersten Folge schon. Standard, ja, alles Standard hier. Glaube ich. Wir haben auch ein Bügeleisen. Das wir bestimmt benutzen. Nee, warte, ist nicht schön. Das hat mich vertan. Oh, und Zahnbürsten. Und wahrscheinlich Einwegrasierer. Zwei? Nein, aber es gibt vier Zahnbürsten für zwei Personen. Ja, eine pro Nacht. Genau. Und wunderschöne Handtücher und alles. Cool. Nur kein so. Weißkocher. Machen wir das jetzt heute mit dem Aquarium oder gehen wir woanders hin? Morgen würde ich sagen. Das Weil ich habe halt gedacht, jetzt fängt es eh wieder an dunkel zu werden und dann kann man wieder da reingehen und morgen halt den ganzen Tag. Aber das hat man bis 17.30 Uhr auf. Ach, scheiße, echt. Fragen, ob wir morgen aufhaben, morgen ist Sonntag. Das wäre natürlich bitter, wenn nicht. Ja. Weil ich hätte schon Bock auf eins. Naja, gucken wir mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da laufen auch welche auf der Fall. Krass. Alles auf Abruf, was gerade gebraucht wird. Das ist ja irgendwie sowas wie die S-Bahn, Regionalbahn, so die Klasse. Ja. Ich muss mal kurz ein Update geben. Ich bin zu faul, gerade die Kamera auszupacken. Deswegen mache ich es mit dem Handy. Wir sind gerade aus dem Elektroladen, weil ich wollte so einen Adapter kaufen für meinen Laptop. Bisher habe ich mich damit so Verlängerungssteckadapter-Dingern irgendwie durchgeschlagen. Diesmal geht's nicht in der Unterkunft und wir wollten gerade halt wieder zurücklaufen, ein bisschen was zu essen suchen und dann ist uns so ein Geruch aufgefallen, so ein richtig geiler, gebratener Geruch. Und dann sehe ich da vorne einfach so einen kleinen Bus, ja, so ein Subaru-Bus oder so. Wirklich kleinen Bus, selbst für deutsche Verhältnisse. Ja, so dieser typisch japanische Kleinbus. Kofferraum offen, hing so eine Laterne. Okay, das wird wirklich schwer, das wird. Und da war das halt wirklich eine Futterbude. So das geil. Wirklich unglaublich schwer, das so zu essen. Und wir haben jetzt halt 8 von diesen Takoyaki. Ich ja, glaube, das kriegen wir nicht hin, das zu essen. Ja, wir müssen gerade irgendwie operativ gucken, wie wir das gefressen kriegen. Auf jeden Fall, der hat uns sogar das noch günstiger verkauft. Sollte nur mal 450 Yen kosten. Wir haben es für 400 bekommen. Sieht richtig nice aus. Ich glaube, man sieht uns eh nicht. Halt. Oh, oh, oh. Du brennst. Oh, oh shit. Oh. Sieht mega nice aus. Ich blende noch Fotos ein von dem Wagen, aber das, also das war richtig geil gerade.
während Nico hier neben mir stirbt. Aber wenn es so heiß ist, dann können wir eigentlich auch noch ein Stück laufen. So, guten Abend. Der Tag ist eigentlich schon wieder vorbei. Heute ist leider nicht ganz so viel Interessantes passiert, da muss ich mich entschuldigen, aber das meiste, was wir heute so erlebt haben, ist ohne Kamera passiert, weil ich die nicht mitnehmen wollte. Das eine habe ich ja mit dem Handy aufgenommen, also ich war ja im Elektromarkt und habe so einen Adapter gekauft. Mit dem ich jetzt also wirklich an jeder japanischen Steckdose den Laptop nutzen kann. Und schneide jetzt hier ein bisschen. Aber ich gehe auch gleich schon ins Bett, weil es schon 23:30 Uhr. Der Nico liegt schon nebenan. Ganz entspannt. Wir haben dann noch ein interessantes Erlebnis gehabt. Wir wollten noch was essen. Also nach den Takoyaki wollten wir halt noch was mehr essen, weil das war halt mehr eher ein Snack eben. Und dann sind wir in so ein Lokal gegangen, was halt am Bahnhof ist, der nicht weit von hier ist. Und haben da halt was bestellt. Ich habe ein Steak bestellt, ein Rindersteak, das war auch sehr, sehr lecker. Und da hat halt ein älterer Mann neben uns, hat halt irgendwie plötzlich angefangen mit uns zu quatschen. Und ja, eigentlich hauptsächlich mit Nico, weil er halt nur Japanisch konnte und ich halt kein Japanisch kann. Und dann hat er halt nicht mehr aufgehört zu reden, aber war eigentlich relativ witzig so. Und am Ende hat er uns sogar noch das Essen bezahlt, also uns quasi eingeladen. Das war schon echt ziemlich cool dafür, dass er uns halt überhaupt nicht kannte eigentlich. Aber für mich war es halt schon irgendwie ein bisschen eine cringy Situation, weil, weiß ich ja, so ein älterer Mann dann halt plötzlich anfängt, da mit uns zu reden und uns da irgendwie zum Essen einlädt und so. War irgendwie ein bisschen ungewohnt. Wir haben uns dann halt irgendwann abgekapselt, aber wir haben irgendwie 2 Stunden oder so in dem Lokal verbracht und dann hat es sich auch nicht mehr groß gelohnt, noch was anderes zu machen. Von dem her ist es heute, wie gesagt, etwas kürzer geworden. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich halt schon Ausschnitte vom nächsten Tag auch noch mit hier reinbaue oder ob ich einfach hier beende und wir morgen dann weitermachen. Das überlege ich mir dann halt, je nachdem, wie lang es ist. Und für den Fall, dass ich halt jetzt schon aufhöre, sage ich hier schon mal Tschüss, danke fürs Anschauen und bis morgen. Ciao.